Wir sind heute am Samstagmittag gegen 12:30 alarmiert worden zu einem Kellerbrand im Ortsteil Emsbüren. Als wir an der Einsatzstelle ankamen, drang Qualm sowohl aus mehreren Kellerfenstern wie auch aus einigen Zimmern oder Fenstern im Erdgeschoss. Der Bewohner kam uns entgegen, berichtete, dass er in der Badewanne gewesen wäre, plötzlich ein Stromausfall sich ereignet hätte und kurz Zeit später seine Rauchmelder gepiept hätten. Daraufhin hat er das Haus verlassen und ihm wäre dann aus dem Keller schon Qualm entgegengekommen. Wir sind dann auch von einem Kellerbrand weiter ausgegangen und sind unter Atemschutz in den Keller vorgegangen und haben dann dort auch nach kurzer Suche den Brandherd im Heizungskellerraum finden können und ablöschen können. Leider ist das gesamte Haus verqualmt und damit sind wir jetzt gerade beschäftigt, die Räume zu entrauchen. Hier kann man noch mal wieder sagen, wie gut es ist, dass es Rauchmelder gibt. Die haben definitiv den Mann sofort dazu gebracht, das Haus dann auch zu verlassen. Der Stromausfall alleine hätte vielleicht dazu noch nicht geführt. Wir sind insgesamt hier angerückt zurzeit mit 7 Fahrzeugen und ca. 36 Einsatzkräften. Und werden auch unterstützt vom RTW Salzbergen, der sich zusammen mit unserem Feuerwehrarzt um den Bewohner kümmert. Wir gehen im Moment davon aus, dass der Brandort auch die Heizung selber war, da wir sowohl, wie gesagt, einen sehr großen Schaden an dieser festgestellt haben und auch zurzeitgleich eben eine Wasserleitung defekt ist und wir einen Stromausfall haben. Also nach derzeitiger Lage von meinem Angriffstrupp gehe ich von einem Brand der Heizungsanlage aus. Wir gehen zurzeit davon aus, dass das erstmal nicht mehr bewohnbar ist. Wir müssten das Kellergeschoss und Erdgeschoss auf jeden Fall nicht. Wie weit wir das Obergeschoss vielleicht noch zum Wohnen freigeben können werden, müssen wir sehen. Auf jeden Fall ist der Bewohner jetzt bei Nachbarn untergekommen, die sich um ihn kümmern.